So, jetzt geht's endlich wieder weiter. Jetzt habe ich gerade so viel nach oben getestet und so, aber es kam nichts dabei raus. Also einmal habe ich hier getestet, das Ganze wegreißen. Also, was heißt das Ganze, wo jetzt Wasser ist und so. Und das Haus so ganz normal lassen. Und dann über eine Pipeline und einem, kann man kurz zeigen, und über so ein Grate das ganze Wasser dann rauslaufen lassen, aber das hat nicht hingehauen. Also es war eine Testwelt und also mein Te auf dem Testsurfer. Und am Schluss war das irgendwie so, dass hier alles geflutet war und so, und das war irgendwie ein bisschen scheiße. Ja, dann habe ich noch ausprobiert, das ganze Öl da hinten, das man hier gerade so sieht, mal dazu fördern, weil es hat doch einiges und so. Ja, ging ein bisschen besser. War aber auch nicht wirklich hundertprozentig gut, aber ja, das ist. Also ich bin auf alle Fälle zu dem Entschluss gekommen, es lohnt sich. Und es würde ungefähr so die Hälfte von dem großen Tank da hinten, der hinten irgendwo so steht, füllen. Also ich würde fast mal vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal mit dem anfangen. Und ja, was wir hier dann machen, das ist so eine Sache. Also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch noch was. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir genau machen und ob wir überhaupt da was genau machen oder. Keine Ahnung. Das ist. Vor allem, wie wir es machen, weil wenn wir jetzt ganz normal mit einer Pipeline das ganze Öl, das ganze Wasser dann da fördern, hört es nicht mehr auf. Und das ist wieder scheiße. Kurz schlafen legen. Und ja, deswegen bräuchten wir dann irgendwie eine Alternative. Ich muss mal kurz was schauen. So. Naja, eine Alternative gibt es eigentlich kaum. Beziehungsweise gar nicht. Naja, es gäbe schon eine Alternative, aber die ist nicht so toll. Dafür müssten wir noch mal einiges wegreißen und umbauen. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal das ganze Wasserzeugs da. Ich bin gar nicht sicher, wo die ganzen Pipelines sind. Wahrscheinlich hat Tom wieder gehortet und so. Ah ja, da bin ich wieder Pumpe. Pump, schauen wir kurz, wie man die gebaut wird. Mit einem, was mit einem Mining-Wall? Lol. Also die Pumpe ist leicht zu bauen, weil. Dazu kannst du schon ein Ding gebaut. Mal kurz schauen. Ist kompliziert zum Bauen? Nee, eigentlich auch nicht. Jetzt muss ich auch mal kurz noch testen, was das dann bringt oder wie das dann aussieht und so. Wahrscheinlich ist das so ein fettes Ding oder so. Aber das habe ich noch gar nicht ausprobiert mit einer Raffinerie und so. Oder mit einer Raffinerie oder wie auch immer. Wir müssen einfach mal da herklatschen. Das ist ein Mini-Ding. Hä? Ups. Okay, also das muss ich dann noch ausgiebig testen und so. Ja, als erstes bauen wir uns erstmal unsere, also eine Pumpe haben wir schon und dann brauchen wir noch Steam Engines. Eine Redstone Fackel und noch so ein paar kleinere Dinger. Lol, wir schon wieder die ganzen Bäume wuchern. Voll krank. Dabei haben wir seit der ersten, letzten oder vorletzten Folge alles abgeholzt und so. So. Dann kommt jetzt erstmal da rein. Pipelines sind keine da. Atom wieder über alles Mögliche ausprobiert. Was eigentlich nicht unbedingt negativ ist. Eins hätten wir schon wieder. Aber jetzt warten wir erstmal noch. Oh, mir fällt gerade ein. Haben wir da was verkackt?
Nee, ich habe das unten auch gebaut. Ich dachte gerade, ich habe das unten vergessen. Nee, habe ich ja gebaut. Schauen wir kurz ins Lager. Wahrscheinlich habe ich da alles vergessen. Steam Engine schon mal sehr gut. Und dann keine Dinger. Hier vielleicht. Wooden Transport Pipe. Block Breaker. Nee, sieht schlecht aus. Egal, dann brauchen wir eben die Waterproof. Pipe Waterproof. Also Kaktus brauchen wir jetzt erstmal. So. Müssen wir gleich mal schauen, bei welchem Ding wir das machen müssen. Oh. Ich bin nicht ganz sicher, ob das so hetzen kann, so habe ich doch schon tausendmal gesagt und so, aber egal. Schreddern wollen wir es eigentlich nicht. Vielleicht mit ganz normalen Brennen versuchen. Schauen wir kurz, ob es geht. Ich hoffe, es funktioniert. Okay, Kaktusgrün haben wir hier schon mal. Schon mal zumindest das Richtige. So und ein, ah, okay. Und dann brauchen wir die Cobblestone Waterproof Pipes. Genau, brauchen wir ganz normale Couple Transport Pipes noch und. Na ja, gut, ist ja nicht so teuer. Geht ja. Glas, Glas, Glas. Cool, da haben wir sogar Glas. Wie war. Drei sollten nicht reichen. Oder ich überlege gerade nie, 25 reichen ganz locker. Die ganzen Dinge, die ich da reingesteckt habe, ist eigentlich auch zu viel. So. So, dann gehen wir wieder rauf. Und bauen unsere Dinger fertig. So, so. Oh. Naja, okay, vielleicht fast. Lass mich das gleich liefern. Zumindest in Anführungsstrichen. Kann ich hier ausmachen, oder? Kisten Input, das müsste die sein, genau. Mal kurz überlegen. Jetzt brauche ich noch eine Steam Engine. Also ein Piston. Und fangen wir mit unseren Stone Gears an. So. Doch mit Couples. Scheiße. Also keine Scheiße, meine ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, also, anderes Thema. Also so. Zweimal, wie viel brauche ich überhaupt? Einen brauche ich. Was ist jetzt eigentlich gerade? Achso. Komischer Blaustaub wieder. Nicht Hausstaub, sondern Blaustaub. Okay. Kommt das noch rein? Das und das. Ach ja, und Glas was noch. So, dann müssen wir erstmal warten, bis das ganze Zeug ankommt. Vorausgesetzt, es kommt überhaupt was an. Okay, ist rot.
Also die Zumindestleitung leuchtet. Ah, und da kommt erst schon. Schon das erste. Ach, eigentlich könnten wir noch echt gleich alles machen. Früher oder später brauchen wir sie eh wieder. Hä? Waren es nicht gerade schon drei? Also haben wir wieder rausgenommen. Cobblestone Pipes oder bei noch 10. Und warten wir kurz. So, das habe ich. Das habe ich. Die habe ich. Brauchen wir noch die komischen Schalter? Brauchen wir auch nochmal zwei? Zum Bauen haben wir da auch was dabei. Okay. Dann haben wir fast alles, glaube ich. Ich könnte Cactus Green auch dann vermehrfachen oder vervielfältigen oder wie auch immer. Jetzt hatte ich vorher gerade so ein komischer Sprite, also irgendwie so. Oder eigentlich noch nicht abgelaufen, aber das hat so gestunken und schmeckt wie Klobasser, deswegen habe ich es dann auch weggeschüttet, aber trotzdem. Irgendwie schon ein bisschen eine Frechheit. Naja, Cola vor 7. So, haben wir alles? Noch immer nicht. Geht das langsam. So, dann glaube ich. Aber jetzt glaube ich, haben wir echt alles. Denke ich mal. Boah. Und dann unterbrechen wir es einfach mal hier so irgendwo. Theoretisch hätte ich mir jetzt auch die ganzen Pipes abbauen können und so. Außer wir fördern irgendwann mal von ganz, ganz weit weg oder so. Naja, irgendwann so bei Folge 300 oder 400 vielleicht mal. Nein, bleib da. Ich bin geizig. Es wird schon wieder Nacht. Schon wieder so eine erhöhte Creeper-Gefahr und so. Und das ist schon blöd. Sorry. So, machen wir es gleich mal dann hier und dann nachher runter. Erstmal kurz pennen und so. Ich glaube, wenn mich jetzt ein Creeper wieder angreifen würde, ich würde ewig, immer erstmal ewig brauchen, bis ich das kapieren würde. So, schnell wieder hinlegen. Hä? Achso. Das komische Kackloch da wieder. So, jetzt. Scheiße, nur 3. Das wird aber echt knapp. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht gleich wieder drauf oder so. Scheiße, ich brauche schon was zu bauen, Oh. Ich habe gerade ein bisschen Öl kaputt gemacht und so. Aber das ist jetzt gerade kaum vorhanden. So. Vier sind eigentlich eh mehr als genug.
Also zwei reichen eigentlich schon. Das war jetzt sehr dumm platziert. Jetzt muss ich noch eins kaputt machen. Da. Shit. Aber es ist ja sehr viel Riesenloch da. Hä? Check ich aber gar nicht. LOL. War das irgendwie ein Creative Mode oder so? Also von mir ist es eigentlich nicht. So, jetzt. Habe ich Kohle dabei? Ja, ich habe Kohle dabei. Erstmal 8 Kohle reicht ganz locker. Und es fördert endlich das Öl. Wow. Ja, genauso war es auch in meiner Testwelt. Man sieht ja schon, wie das ganze Öl schrumpft und so. Geht echt sehr, sehr schnell. Naja, ich weiß nicht, ob es wirklich lohnt und so, aber... Wir haben ja bisher jetzt noch gar kein Öl und so. Deswegen denke ich jetzt mal schon, dass es sich lohnt und so. Ich wollte nur kurz ausmachen, dass es synchron ist. So, jetzt. Jetzt müssen wir nochmal da rauf und... Und so, wenn es nicht da ist, Öl. Ah, da kommt's. Fließt halt leider sehr langsam und so. Dann schauen wir gleich mal darüber. Also die ganze Pipeline geht jetzt irgendwo da unten durch. Also ja, Tom verlegt, nicht ich. Da sollte man vielleicht nicht runterfallen. Jetzt tief runter. Und da kommt dann alles an. So, wir müssen jetzt mal nur schauen. Dass wir erstmal ein bisschen alles zubauen eventuell. So und Fell. Ja, und eventuell dann. Ja, genau, so ungefähr. Dass ich auf alle Fälle nichts spawnen kann, so. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn hier was spawnt, dann haben wir echt ein bisschen versagt. Ein bisschen sehr. Was habe ich hier aus ein bisschen zugebaut? Können wir noch eins tiefer bauen, eventuell. Ah genau, das füllt sich sowieso schon auf. Genau, es dauert jetzt lang, aber wir schauen so lange schon mal wieder zur Ölquelle und schauen, dass es kein Wasser zieht. Obwohl ich gerade überlege, wenn es Wasser zieht, dann haben wir ein Problem. Okay, wir könnten dann das Ganze auf eine umständliche Art umleiten oder machen wir es die leichte Art. Boah, langsam wird es echt alles klein. Kleiner. Ja, Öl ist noch genug da. Zumindest vorerst. Und ups, wir verhungern. So. Ja, dann lasst euch überraschen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und ja, bis zum nächsten Mal.